hat angefangen so im Sommer 2005 und da war es so, dass Max und ich, wir sind halt uns näher kennengelernt. Ich habe rausgefunden, so Max, hey, macht Mucke so und er kann ja auch ganz gut singen. Und dann habe ich überlegt, so, hey, machen wir mal eine Band. Naja, und dann ist es halt so weit entstanden, wir haben zusammen Musik gemacht und dann wollten wir einen Bassisten, hatten aber keinen. Ich habe die tolle Idee gekommen, dass Julius hier, der da, ja. So, der kann ja gar kein Instrument spielen, aber wieso macht er nicht mit? Naja, aber dann habe ich ihm gesagt, so, jetzt spielst du Bass. Und dann hat er auch schon losgelegt und konnte nach 2-3 Wochen hat er die tollsten Basslinien gespielt. Ja, so eine ganz super Story. Und zwar war das auch unser erster Auftritt im Sommer, noch in der alten Besetzung. Ohne Nico und ohne Stefan. Ja. So, und dann war es halt so, ja, so 5 Minuten vorm Auftritt haben wir uns gedacht, so scheiße, wir brauchen eine Bandnamen. Ja, und dann saßen wir mit Max Papa, dem Karl zusammen und dann war es sozusagen so, hey, kacke. So, dann haben wir uns halt ein bisschen was überlegt, dann bin ich auf die tolle Idee gekommen, uns Sprühsahne zu nennen. Wir waren aber irgendwie der Rest dagegen. Naja, und dann sagt der Karl plötzlich hier, da steht ein leerer Mülleimer, ja scheiße, ja, empty trash. Das ist schon schwer. Das ist eine super Geschichte zu unserem Fan-Namen. Ja, mehr kann man dazu sagen. 5 Minuten vor Auftritt. 5 Minuten vor Auftritt. Also ich denke, mein Einfluss davon ist, dass wir abends mit ihnen auf Partys gehen, der irgendwelche Mädels kennenlernen und er sich Texte schreiben kann. Aber sonst, also zum Texte schreiben, da haben wir uns eigentlich nie eingemischt oder nie groß mit was zu tun gehabt. Das macht eigentlich alles Max. Ja, aber die Musik, da ist es eigentlich schon so, Max kommt mit einer Idee oder auch Stefan kommt mit einer Idee und dann jammen wir halt einfach rum und basteln halt. Das ist nicht so halt, der eine sagt, ja, du spielst jetzt den auf und das machen wir jetzt so. Sondern man muss halt gucken, was wie zusammenpasst und wie es halt gut klingt. Also entsteht halt dann, gerade zusammen machen wir die Songs und es gibt die Eisen. Jeder hat Ideen und irgendeinen Einfluss schon auf die Musik. Ich meine, wir haben Max ewig nicht gesehen, wir haben nur im Fernsehen bei der SDS gesehen. Da denke ich mir so, Mann, scheiße, wollen wir damit so was spielen? Als wir dann halt dieses Konzert haben, ganz viele Leute im Publikum connecten und so, ey, das ist nur geil, man hat auf der Bühne zusammen Spaß und man ist mit seinen Freunden auf der Bühne. Ich glaube, es gibt nichts Geileres als... Ich glaube, live ist auch für Empty Trash extrem wichtig, weil unsere Musik kommt live eigentlich richtig, also ich glaube, noch fetter rüber, als wenn jetzt auf irgendeiner CD. Und ich war auch schon so extrem heiß darauf, endlich mal wieder zu spielen mit Max und alle dabei. Stefan, Julius, Peers, ist einfach extrem geil. 2 Konzertanfragen, unter anderem zum Beispiel Silbermond, weil wir uns als Vorwind haben. Gibt es schon konkrete Daten? Hat es schon eine Tour? Nee, also eine Tour ist noch nicht geplant, aber es steht, sagen wir so, wir haben ganz viele Anfragen und es muss jetzt gut koordiniert werden, damit wir es bestmöglich nutzen. Und es wird alles in den kommenden Wochen alles in den Wegen geleitet, damit es dann auch im Sommer losgehen kann und damit wir durchstarten können. Nutzen wir die Sommerferien und dann geht's los. Also ich sag mal, Max, der kann sich bei Frauen braucht sich jetzt mal keine Sorgen zu machen. Na, als er am Montag ankam, wieder bei ihm waren, da hat er ja erstmal 3 Säcken Fanpost mit dabei gehabt. Hauptsächlich auch mit Heiratsanträgen und so dabei waren. Aber bei uns ist es noch gut in Grenzen, also... Das ist eine schwere Frage, auf jeden Fall. Ich mache jetzt erstmal meinen Realschulabschluss, dann melde ich mich an der Schule an und entscheide dann in den Sommerferien, ob ich da dann das irgendwie mache mit der Schule oder ob ich das vielleicht erstmal beiseite schiebe. Aber es ist 5 Jahre später machen? Ja, das ist natürlich echt scheiße. Ne? Also, man hat ja dann nichts in der Tasche. Es ist halt so ein bisschen wie Lotto spielen. Man riskiert halt viel. Aber ich würde es auf jeden Fall für die Band auf jeden Fall riskieren.
Ja, wir wollen uns bei allen den Leuten, die auf Umix angemeldet sind und uns da auf der Website unterstützen. Das ist super geil. Es macht mit den Jungs riesen Spaß und wir sind super froh, dass die mit uns diese Videos machen. To the Couch solltet ihr euch unbedingt mal angucken. Egal welche, sind alle geil. Und da wollen wir uns bei allen Leuten im Namen von MD Trash, auch von Max, der schläft da hinter der Couch mit Stefan. Ja. Ansonsten wollen wir natürlich auch aufspringen und jubeln für Umix. Ja. All die Mails, die an uns kommen, wir versuchen die alle zu beantworten, auch wenn es relativ viele sind, aber wir werden es weiterhin versuchen. Und danke für alles. Sag danke, Max. Danke!